Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Oxygen. Not included. Nicht beinhaltet. Nicht inklusive, nicht beinhaltet. Whatever. Auf jeden Fall seht ihr schon, dass das hier alles ein bisschen anders aussieht, als wie wir es zurückgelassen hatten in der ersten Folge. Denn mir ist zum ersten Mal in über 3 Jahren YouTube ist mir eine Folge abhanden gekommen. Also es ist schon mal so, dass ich vergessen habe, irgendwas aufzunehmen und so. Aber ich habe eine Folge aufgenommen gehabt für den Tag, wo sie eigentlich kommen sollte. Ne, jeden zweiten Tag, wisst ihr ja, 3-mal die Woche. Aber die ist weg. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe die wahrscheinlich gelöscht oder so. Deswegen gehen wir mal kurz durch, was neu ist. Und zwar haben wir schon mal Kojen gebaut, wo die Leute dann schlafen können. Ne, und da seht ihr auch Assigned to Abe, Assigned to Cecil. Und assigned to Nails. Sizeal, Sizeal, Slivery, Dimmery. So. Und da habt ihr jetzt gesehen, 4 Betten. Denn wir haben einen neuen. Und ich glaube, der Sizeal war nämlich der neue. Und über den gibt's auch was Lustiges. Lustig. Wie finde ich nur? Lustiges zu wissen. Und zwar. Genau, er ist der neue. Der hat Narkolepsie. Das heißt, er kann jederzeit einfach einpennen. Ob er müde ist oder nicht, der knackt einfach zur Seite weg und das war dann. Ja, ansonsten haben wir hier Toiletten. Ich weiß nicht, ob wir die schon beim letzten Mal hatten. Ich habe hier Algen-Deoxidizer gebaut. Die produzieren quasi Oxygen aus Algen. Da ziehen das da so rauf, wie auch immer das funktioniert. Das ist groß und wissenschaftlich ganz wichtig. So. Außerdem haben wir hier unten eine Research Station. Und die funktioniert folgenderweise. Wir haben hier Novice Research. Und das fabrizieren wir hier quasi in einer Endlosschleife. Novice Research ist quasi hier dieses Grüne. Und da brauchen wir immer so und so viel, um ja eine Sache freizuschalten. Momentan forschen wir an Farming Tech. Da bekommen wir so ein Algenterrarium. Ja, da können wir nämlich Carbondioxid in kleine Teile Oxygen umwandeln. Ne? Und dann haben wir hier noch Kompost, dass wir Fertilizer bekommen und eine Planterbox, da können wir dann Sachen anbauen und so weiter und so fort. Wie gesagt, dafür brauchen wir halt diese Research Station, ne, um das grüne Zeug hier quasi herzustellen. Ja, dann muss immer einer dran forschen und. Der Sizeal oder Cecil, wie auch immer er heißt, dem habe ich auch schon quasi einen Job als ersten gegeben. Nee, Abe. Abe ist der Typ mit einem Job. Und zwar ist er ein Level 9 Runner. Das heißt, er ist im Kampf mit dabei. Das habe ich halt drin. Kompost. Deliver contaminated dirt to compost to brutal. Das können wir noch machen. Und zwar habe ich bei ihm nur die Sachen an, die jetzt wichtig sind zum Wegräumen und so. Also er holt quasi Sachen und liefert die dahin, wo sie gerade gebraucht werden. Er ist auch derjenige, der hier auf jeden Fall auch Strom erzeugt, weil er ist halt ein Runner, ist übelst athletisch, ne? So, ja, das war's im Grunde genommen erstmal. Wir haben, ja, zu wenig Oxygen produziert. 121,8 Kilogramm produzieren wir und genutzt haben wir 129,9 Gramm. Haben wir also ein bisschen Minus. Deswegen müssen wir mal gucken. Hier haben wir auch noch eine zweite Toilette, die auch noch gemacht werden muss. Und hier unten die Zeichen sind übrigens, dass es nicht hier für Rollstuhlfahrer, sondern dass hier überall Zeug liegt, was abtransportiert werden muss. Ich habe das einfach mal alles markiert. Dann kannst du einfach so machen. Dann wird das da weggeräumt nach und nach. So, jetzt müssen wir uns aber mal um das Oxygen-Zeug kümmern. Ich meine, die beiden produzieren ja schon Oxygen ohne Ende. Wir müssen hier bloß aufpassen, wie wir das am besten machen. Wir könnten natürlich hier mal einen Durchbruch machen. Zack. Dann haben wir hier unten nämlich noch Oxygen. Er liefert hier alles rein. Wie gesagt, ich muss mir selber erstmal einen Überblick verschaffen, weil ist immer doof. Ich gucke immer am Ende der Woche in die letzte Folge rein, um ungefähr zu wissen, wo wir denn stehen geblieben waren. Wir müssen mal die Toilette reinigen.
Das konnte ich aber, wie gesagt, diesmal nicht machen. Denn da war ja nichts. So. Ich weiß auch nicht, wie viel Algen wir noch haben. Ich hoffe jetzt einfach darauf, dass hier Cecil, dass er schnell genug produziert. Dass wir da relativ schnell an die wichtigen Mineralien rankommen. Ich meine, hier ist auch noch Oxygen. Und Carbondioxid ist hier auch so ein bisschen. Mealwood Seed, okay. Müssen wir mal gucken. Hier oben ist Wasser, aber wir haben ja noch Wasser. Da können wir übrigens hier unten auch das Teil jetzt weggraben. Denke ich, sage ich jetzt mal vorsichtig. Hier ist so viel Zeug, das muss mal weggebracht werden, Leute. Kann doch nicht sein. Nicht, dass wir irgendwann nicht mehr genügend, genügend Materialien haben hier. Ja, das ist ja doof. Jetzt macht er ja hier die Teile. Stromerzeugung wollte ich auf jeden Fall eine 6 lassen. Er braucht ganz schön lange, um das Klo sauber zu machen, aber das ist wichtig. Denn so ein kaputtes Klo oder dreckiges Klo, das produziert natürlich hier dann auch wieder diesen, wie heißt das denn? Ne, das ist kontaminiertes Wasser. Ja, Contaminated Oxygen. Das wollen wir nicht. Und hier steht auch, dass wir zu wenig Algen haben. Deswegen ist der hier unten auch aus. Das ist halt ultra schlecht. Wir brauchen unbedingt Algen. Aber ihr seht ja, die sind alle so beschäftigt. Die sind alle so beschäftigt mit dem ganzen Scheiß. Hier der Ape, der schafft es ab und zu mal, dass er ein paar Sachen aufheben kann. Und von Cecil ist Tinkering jetzt auf 1. Ja, es geht nach und nach. Meep ist auch besser geworden. In Learning, ja, weil er die ganze Zeit forscht. Ist halt ein Forscher-Typ. Verstehst du? Forsch und so. Ich bin so lustig. So, wenn wir hier runtergehen, werden wir da am besten gleich dann eine Leiter hinstellen. Ja, denke ich mal. Mal dick. So, zack, zack. Und dann können wir da nämlich direkt dann die Base weiterführen. So, jetzt sind sie alle müde und gehen schlafen. Das ist für uns die Zeit, wo wir uns mal ganz in Ruhe einen Überblick verschaffen können. Ich weiß nicht, was jetzt sinnvoll als nächstes dran wäre. Einen Supercomputer brauchen wir erstmal nicht. Floor Lamp. Flower Vase, ja, das ist alles schön und gut, aber das brauchen wir wirklich nicht. Also zumindest momentan nicht. Alles, was wir brauchen, haben wir. Wir haben bloß zu wenig Mineralien. Wir spulen mal ein bisschen vor. Ich weiß auch noch nicht, wie man Oxygen sonst herstellen kann, außer aus Alge. Aber es gibt da wohl Wege, dass das aus dem Wasser filtert und so, aber wo ich mir dann auch denke, okay, dann ist aber irgendwann das Wasser weg. Ich wurde auch auf Twitter gefragt, wie viel, ja, was das Spiel alles momentan beinhaltet und wie lange man, da der Cecil ist eingepennt, wie lange man da beschäftigt bleiben kann. Da kann ich tatsächlich sagen, momentan ist es so, dass wenn ihr genau wisst, und das haben mehrere schon bestätigt, wenn ihr genau wisst, was ihr machen müsst, na, dann ist es so, dass das Spiel ungefähr so 5 Stunden füllt. Also ist noch nicht so viel. Aber wie gesagt, wir sind ja hier noch vor der Alpha-Phase. Vor der Early Access-Phase. Wir sind in der Alpha-Phase, genau. Development Build könnt ihr ja da oben sehen. Das ist derselbe wie beim letzten Mal. Da hat sich noch nichts getan. Aber das ist ja auch jetzt erst ein paar Tage her. So, momentan bleibt uns nichts anderes, als hier so ein bisschen abzuwarten. Wir brauchen halt unbedingt Alge. Deswegen, warte mal. Ich mach mal hier Priorität. Mal hier auf 9. Dass das mal hier weggebracht wird.
So. Na, wenn das nämlich schnell weggebracht wird, abtransportiert wird, dann haben wir hier wieder Alge, weil da ist ja auch Alge mit drin. Ne? Hier seht ihr ja überall. Das ist ja Alge und hier vorne auch. Dadurch, dass wir jetzt Priorität 9 gemacht haben, kommen die alle her und machen erstmal das, bevor sie irgendwas anderes machen. Da ist auch gerade ein bisschen Alge runtergekommen, das ist sehr gut. Ne? Und Alge wird dann direkt hier in den Algendeoxid-Kakoperz reingelagert. Und guck mal, und hier haben wir schon kontaminierte Luft, weil halt das Klo hier übelst absackt. Out of order stand da sogar. Wir machen mal hier die Herstellung des zweiten Klos auch auf Stufe 9. Das ist schon relativ wichtig, dass wir genügend Klos haben hier. So, und da ist der erste schon, der das herstellt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie sieht's denn jetzt mit Oxygen aus? Ja, ihr seht schon, es geht natürlich stark nach unten. Noch ist es nicht lebensgefährlich für uns. Ich meine, wir haben hier 1500 irgendwas. 1600 und so weiter und so fort. Aber wir müssen natürlich mal gucken, dass wir neue Sachen erforschen. Deswegen sind wir ja hier die ganze Zeit am Researchen. Aber das ist die Priorität relativ niedrig, glaube ich. Die machen wir auf 7. Ich bin der Meinung, da soll halt immer einer dran sein. 7 ist okay. Er wünscht sich eine Blume. Ich weiß gar nicht, ob wir genügend Seeds schon haben. Dann könnten wir vielleicht so eine Blume da hinstellen. Das ist halt überall nix, ne? Kann ja mal gucken. Dekor. So. Muss dann bloß gebaut werden. Required Maintenance. Das ist kaputt, das Ding. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Mich schon gewundert. Ja, und so geht's dann immer weiter, ne? Im Moment bleibt uns leider nichts anderes übrig, als mal so ein bisschen zu warten. Was hier passiert? Wir haben hier Obsidianadern unter uns. Sandstone. Hier unten haben wir noch Alge. Das heißt, wir könnten definitiv nach unten bauen. Und sollten wir vielleicht auch. Ich meine, wir haben ja schon den Anfang hier gemacht, wo wir runter wollen. Ich weiß immer nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, der Nails ist besser in Athletik geworden. Vielleicht stellen wir hier unten auch nochmal ein Klo hin. Research complete. So, dann können wir hier so ein Algenterrarium herstellen. Recycles carbon dioxide into a small amount of oxygen. Carbon dioxide. So, prioritize. Wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich nicht. Es wird aus Dreck gemacht. Oh, im direkten Licht sehe ich gerade, bekommt das so einen kleinen Effizienzbonus. Ist ja interessant.
Und da wird es auch schon hergestellt. Wie das jetzt funktioniert, das ist jetzt auch Neuland für mich. Ich weiß es nicht. Kompost für Fertilizer. Und eine Planterbox. Da können wir Pflanzen herstellen. Ach so. Hier gepflanzte Pflanzen werden periodisch quasi Food und so herstellen. So, wie funktioniert denn das jetzt hier? Die braucht auch Alge. Okay, verstehe. Hier, 17 Gramm die Sekunde. Aber das kommt mir so vor, als ob das sinnvoller wäre. Man sieht auch direkt hier, wird übelst ausgeströmt wieder. Wir müssen halt bloß mal gucken. Hier hinten haben wir halt viel Carbondioxid. Das ist die Frage, ob jetzt das Algenterrarium, ob das sinnvoller ist? Beziehungsweise, warte mal, Research muss man auch machen. Gaspiping stellen wir mal her. Erforschen wir mal, meine ich. Also kommt mir so vor, als wäre das sinnvoller. Dann bauen wir hier auch nochmal so ein Teil hin. Es gibt noch einen Gasdruck. Das natürlich auch. Haha. Du kannst natürlich einen Raum nur mit so und so viel Gas füllen. Wenn dir jetzt aber hier so ein Algenterrarium, wenn du so in einem abgeschotteten Raum, wenn du da vier so eine Algenterrarium-Teile hinstellst, ja? Jetzt nur mal angenommen. Und da quasi das ganze, wie heißt es, Carbondioxid rein lagerst. Ne? Gibt's ja mit so Pipes. Und dann den Sauerstoff wieder rausführst. Ich glaube, das ist the way to go, Leute. Das könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Müssen wir bloß unseren Plan irgendwann mal verfolgen. Hier, guck mal, über dem Wasser ist auch übelst viel Carbondioxid abgelagert. Naja, wie es hier weitergeht, seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge von Oxygen Not Included. Diesmal lösche ich es nicht, schwöre. Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut.